Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ghost Whisperer. Ihr wisst ja, ich habe schon nicht mehr mitgekriegt, die wievielte Folge das ist. Kein unbedingt gutes Zeichen für mich, aber ihr wisst ja, zählen kann ich eh nicht. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir machen gleich irgendwas mit diesem Bilderrahmen. An meiner Seite hat sich heute geopfert der großartige Julian von TJLP, den ihr sofort als Dank zehnfach abonniert mit allen gottverdammten beschissenen Nebenkanälen. Das ist so mit Abstand die schönste Begrüßung, die ich seit langer Zeit mal wieder hier gehört habe. Vielen Dank, Lars. Ich freue mich überaus bei diesem doch sehr netten Spiel dabei zu sein. Ich habe eben die World Map gesehen, die sieht ganz fabelhaft aus. Kann ich die noch einmal sehen, die World Map? Wahrscheinlich müssen wir zur Karte eh gleich nochmal hin. Achso, das ist fabelhaft. Dann freue ich mich da drauf. Ja, okay, dann würde ich sagen, wimmeln wir eine Runde. Kurze großartigen Story, die du verpasst hast. Ah ja, natürlich. Ein Geist terrorisiert ein Atelier. Natürlich wahrscheinlich, weil Intrige und in Wahrheit ist er zu Tode gekommen. Hahaha, Intrige. Ich erwähne nochmal Intrige, Hashtag Intrige übrigens. Und jetzt versuchen wir das zu lösen. Eigentlich sinnvoll, was ganz toll ist, gleichzeitig zu diesem CSI für Kassenpatienten, haben die noch einen Kunstunterricht und sonstiges, um den Laden, den die ja in der Serie ja auch hat, Frau Melinda Gordon, ne, gespielt von Jennifer Love Hewitt, ist hier gar nicht. Also Parallele zur Serie ist quasi nicht existent. Obwohl ich, wie gesagt, sagen muss, ich habe mir nicht ein einziges Mal bisher Ghost Whisperer angeguckt. Aber natürlich deswegen, weil mein Männergehirn die Handlung einfach nicht verfolgen kann. Ich bin einfach nicht so kompetent dafür. So, jetzt geht's los. Irgendwie muss dieses Ding... Eine Mahagoni-Platte. Haben wir denn so im Inventar? Vielleicht sollte ich was anderes ausprobieren. Ja, was ist das denn hier? Ist das das links daneben? Ist das Kreppband? Ist das ein Hundenapf? Ein Hundenapf. Mensch, pack du den Hundenapf einfach. Hier, Rahmenstücke. Oder komm, müssen wir die erstmal zusammenkleben. Oh, verdammt. Oder ist das wieder die Lo... Natürlich. Oder gibt es einfach... Ach so. Jetzt kannst du die Rahmenstücke aber dranhauen. Ich hoffe. Ich wette. Das ist ein sehr interessantes... Ist das schon ein Wimmelbild? Oder ist das jetzt erstmal nur... Das ist jetzt, wenn du so willst, mal ausnahmsweise ein richtiges Rätsel. Tatsache? Was ist hier denn los? Was ist das denn hier? Das gute Kontaktspray? Ist das? Nee. Sollen wir mal die tolle Hilfefunktion nennen? Weil ich bin jetzt echt auf dem Schlauch. Ja, bitte mach den Mond an. Oh, Bienen! Oh mein Gott, das sind Bienen. Was ist da denn los? Aha. Das ist der perfekte Platz zum Arbeiten. Ich brauche etwas, womit ich das Bild aufhängen kann. Danke. Vielleicht den Haken? Hundenapf, ganz klar. Ein Hahn, Lars. Ein Hahn. Ein Haken. Hier, weil links. Links ist der Haken. Ja, genau. Das ist ein Haken. Achtung! Hier. Achtung, pass auf, hier, Riesengag. Das Rätsel hat einen Haken. Ja. Dachte ich mir doch, dass ich diesen Haken nochmal brauchen würde. Ja, wir hatten auch die Aufgabe, den zu finden. So. Kann ich da auch dran irgendwie aufhängen? Oh, guck an. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand so einen Rahmen gebaut hat. Ja, sieh mal einer, guck. Ich frage mich, wie kann die Platte denn an dem Haken dranhängen? Das ist verrückte Welt, in der wir leben. Möchte ich gar nicht wissen. So. Oh Gott. Also du merkst auch, die Dialoge sind auch vollkommen nicht repräsentativ zur Serie. Weil nach den Dialogen denkst du wirklich, also der arme 15-jährige Hauptschulstudent, der das geschrieben hat, der schreibt jetzt alles nur noch bei Schwiegertochter gesucht. An der Stelle schönen Gruß an Fude. Ich habe davon etwas auf die Finger bekommen, ja. Es könnte ja schlimmere Sachen sein. So. Und jetzt geben wir diesem alten Bild noch ein anständiges Zuhause. Ach, das war's. Was ist los? Das war das Rätsel. Weil er sieht ja auch heiß aus, der Rechte. Ja, geil, ne? Zuckerschnecke. So gut wie neu. Früher habe ich meinen Firmennamen von Hand in die Rahmen geschnitzt. Als dann immer mehr Aufträge kamen, habe ich das nicht mehr geschafft. Ja. Tolle, wichtige Fakten. Die gute alte Zeit, Georgie. Ja. Alter, trägt ihr eine Muschelkette? Ja. Ja, ich ging nach New York City, wo die Aufträge aus aller Welt kamen. Ach, die Anfangszeit. Ich wünschte, ich würde mich auch an die anderen Gesichter auf dem Bild erinnern. Es ist so lange her. Das heißt nicht, dass das gleich unsere Quest ist, ja? Nicht. Wharton. Wir sind Wharton gewesen, ja? Schmetterlinge? Was ist denn los? Wie war? Hui. LaPierre. Und jetzt ist er weg. Oh. Professor, ich meine LaPierre. Oh, wer auch immer Sie sind, kommen Sie zurück. Oder extra ganz dramatisch, kommen Sie zurück! Alter, das finde ich jetzt schon sehr verängstigend. Boah, wie laufen die denn? Wie alle bei der Cat Lady. Die sind auch so gerannt. Ja, aber es hat so ein bisschen was von Scherenschnitt, ne?
Ja, ist irre. So, jetzt geht Gewimmelbild los. Finden Sie die 10 Flitterlinge. So. Pass auf, erstmal das. Hier, Decke, ja? Decke. Warte. Überall hier. Decke, Decke, Decke. Wo bist du ganz denn? Oben, ganz oben. Ah, da. Auf da, ne? Decke oben. So. Sehr schön. Ah, du kannst nicht sehen, wo mein Mauszeiger ist. Ich hasse es. So, warte, ich kriech mal wieder ins Bild. Da oben ist noch einer, genau, mittig an der Decke, den meintest du bestimmt, ne? Genau, den meine ich. Da meine ich hier noch über den Rahmen, da ist auch noch einer, wo wir eben das Bild aufgehangen haben. Siehst du da rot? Da hängt er. Warte, warte, warte. Da! Ah! Sollen wir die Spinne noch mitnehmen? Gut, können wir das machen. Und am Boden hängt auch noch einer rum. Der sieht aus, als wenn er gerade irgendwie von irgendwas erschlagen wurde. So. Und einer ist noch am Stuhl. Dann brauchen wir und noch einer zwei. Ist auch noch links. Ich bin ein richtiger Wimmelbildexperte. Und einer hängt hinten noch am Glas, an der Fensterscheibe. Gelöst! Was ist denn los? Das sind genau die, das sind die Levels von Rätseln, die es hier gibt. Das ist ja irre. Finde den Spachtel. Die. Fang die Maus. Ach, da ist er ja. Siehst du? Quest gelöst. Das ist ja irre. Das ist, also ohne Witz, also ganz ehrlich, ich glaube, das wäre ein Spiel, das könnte ich sicherlich mit Sprachsteuerung lösen. Das wäre wahrscheinlich nicht schwer. So, aber hier ist deine Karte. Die ist einfach nur hübsch. Das ist Wahnsinn. Ich meine, du ist machst... neue Unreal Engine? Ich glaube. Fast. Du machst ja Sims-Let's Plays. Selbst bei Sims 1 sah das besser aus. Das sah aber sowas. Das war sogar schon in 3D und das ist echt bedenklich. Ach, es geht weiter. Was machen Sie denn da, Charles? Ja, er steht da vor der Uhr. Boah, wie sie seine Züge auch immer verändern. Das ist total gruselig. Diese Farben ziehen mich in ihren Bann. Ich brauche mehr. Mann, mehr Farben. Mach einen YouTube-Kanal auf. Das ist genau die Unterhaltung, die die hören wollen. Es fängt mit einer neuen Collage an. Aus den Schmetterlingen, die aus dem Gemälde kamen. Moment mal, geht das überhaupt? Nennt man das nicht Tierquälerei? Nicht, wenn man auf Heroin ist. Ah, nochmal. Schmetterlinge. Okay, pass auf. So, da mal ein. Links am Baum hängt noch einer. Quasi in der Verlängerung unter der Taube oder was das ist. Ah, da, ja. Und dann rechts neben der Taube, auch in der Verlängerung, kannst du sagen. Brauchst du noch einen? Weiter den Mauszeiger nach oben, genau. Dann unten links am Baumstamm hängt noch einer rum. Genau. Und ich glaube, rechts unter dem Schild ist noch einer. Ist das noch einer? Nee, rechts, weiter rechts. Guck mal, wo das weiße Papier hängt. Ist dieses, genau, jetzt da drunter. Ist das einer? Da, wo du jetzt warst mit dem Zeiger? Weiter runter? Aber wir können, weil du ja geil drauf bist, sollen wir die tollen Rätsel weitermachen? Ja, bitte. Der arme Kerl sieht halb verdurstet aus. Geben wir ihm wahrscheinlich den Hundenapf. Oder ein bisschen Leim, je nachdem. Ja, wahrscheinlich muss er... Probier's mit dem Leim, Lars, ich hab's dir gesagt. Warte mal. An den haben wir gar nicht mehr. Haben wir irgendwas wie einen Brunnen hier? Ein Hahn. Jo, wir können den Hahn mit dem Brunnen da kombinieren. Hier, mit dem, der neben der Bank steht. Links? Genau. Geht das? Alter, als wenn ich es gewusst hätte, oder? Du bist geil. Also vielleicht sollte... Pass auf, ich mach bei dir einen Gast. Tja, wenn man sicher gehen will, dass... Ja, wenn man sicher gehen will, dass etwas erledigt, sollte man es selbst machen. Ja, gleich kommt Captain Planet und findet das toll. Ich liebe das Wasser hier in Grandville. Es ist so klar und frisch. Ja, lass mich ran. Fülle Wasser in Napf. Gebe Napf Hund. Hund glücklich. Napf mit Wasser. Wahrscheinlich, wenn Hund weg ist, dann hinter Hund Schmetterling. Mal sehen. Alles ist doch festgekettet. Der kann doch gar nicht. Das hätten wir. Das hätten wir. Da. Ist es? Oh, der sitzt auf, aber der sitzt auf den Schmetterling drauf. Wie geht das denn? Genau. Kannst du auch die Taube abschließen? Da ist bestimmt auch noch ein Schmetterling. So, wir können ja mal gucken. Haben wir da noch mit Stein bewerfen oder so? Nee, ne? Ich guck mal. Haben wir hier noch irgendwo eine Quest? Das ist traurig, dass das als Quest bezeichnet werden kann. Aber du hast ja gar nicht Unrecht. Das ist wirklich so. Das ist auch... So, pass auf. Was brauchen wir denn noch? Finde zwei Schmetterlinge. Ist der Hund eigentlich in 3D? Nee, ne? Warte mal. So, möchte gern 3D. Ist das da einer so? Ja. Ja, den habe ich gemeint. Sehr schön. So, siehst du noch einen? Jetzt wird aber hier gewimmelt, ne? Ich... Oh ja, an der Uhr direkt. Guck mal, unter der... Ah! Ja! Siehst du, das gut getarnt hat er sich. Und dann, oh, ich sehe ganz viele auf der Leinwand. Aber ein so gutes Auge. Das machen wir jetzt weiter. Das heißt, wir... Jetzt geht's... Oh, das ganze Ungeziefer. Ach, sowas machen wir jetzt. Okay. Jetzt. Das geht ja schnell. Das kann ja blind. Wahnsinnsspielprinzip, ich weiß es nicht.
Ah, es war eine Motte. Das habe ich gesehen. Das war aber kein Schmetterling. Ich glaube, da sind die nicht so wählerisch hier. Schön. Schönes Spiel. Schönes Spiel bisher. Lars, ich bin so froh, heute Gast sein zu dürfen. Das ist, ich habe dir nicht zu viel versprochen. Nein. Du brauchst dir aber keine Gedanken machen. Also wir sind erst bei Episode 1. Ne? Es gibt ja noch eine zweite Episode. Ich habe übrigens jetzt mittlerweile rausgefunden. Jetzt übrigens live für euch da draußen, ihr da noch nicht eine einzige Folge sehen konnte, wo wir jetzt schon aufgenommen haben. Ich habe mal erzählt, in die Staaten gibt's auch noch Episode 3 und 4. Ist wohl leider nie erschienen, weil dieses Game so erfolgreich war. Ich verstehe gar nicht, warum. Die wollten den Markt nicht zerstören damit, ne? Aber ich habe du kannst aber stolz sein, die Special Edition mit beiden Folgen, die habe ich. Habe ich übrigens irgendwo auf so einem Wühltisch für 7 Euro, glaube ich, oder so, weil ich dachte eigentlich, wie dazu gibt's ein Game. Und also ist auf jeden Fall 7 sehr gut angelegte Euro. Ja, ich bereue sie heute noch. Auf jeden Fall, sehr gut gemacht. So. Oh, hier, der Mitch ist ja nett. Georgina, ein unvergesslicher Sommer. Will. Oh, jetzt sind wir alle da. Das da auf dem Bild ist Will. Will O'Neill. Wir standen uns sehr nah. Er war in unserer Abschlussklasse, hat aber den Abschluss nie gemacht. Wieso war er dann in der Abschluss... Okay. Es gab einen Unfall. Las Miranis, der Tote. Das Bild war kurz davor aufgenommen. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Das Bild oder die Szene? Wohl als auch. Das Gemälde hinter Georgina war Wills Meisterwerk mit dem Titel Das Picknick. Es war meine Inspiration für Schmetterlinge im Park. Es verschwand vor vielen Jahren. Ich hätte nie gedacht, das noch einmal zu sehen, wenn auch nur auf diesem Foto. Ja, kannst mal sehen. Lapierre. Oh, komm wieder, Schmetterlinge. Schön. Ist das nicht, hier, Butterfly-Effekt. Erinnerst du dich noch? Ja, aber natürlich. Großartiger Film. Ja, siehst du hier. Ja, jetzt... Wir weisen euch gerade darauf hin, dass es 10 Sachen gibt, die man gucken kann in der Zeit, wo ihr die Folge seht. Also es gibt bessere. Aber bitte abonnieren und uns toll finden. Und ja, Daumen. Sowieso. Mindestens. Und währenddessen das Video im Hintergrund laufen lassen. Ton kann man ja ausmachen. Und macht den Adblocker. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Okay. Die Schmetterlinge fliegen zum Museum hinterher. Alles klar. Auf! Wir haben die Stage gelöst damit übrigens. Schön, ich finde das toll, wie die Monde dann in der Gegend immer rumfliegen. Was für finde das Nähzeug. Wo ist das denn jetzt? Ach, da ist was. Das, was ich vorher dachte, es wäre ein Schmetterling, ist das Nähzeug. Natürlich. Kann auch passieren. Okay, wow. Wie ist die Spielzeit? Wie lange geht das so? Also ich glaube, wir haben mal durchgeklickt. Also ich glaube, das müsste jetzt ohne Scheiß, glaube Folge 9 ist das schon. Ich glaube so... So 12 Folgen pro Episode ist das, glaube ich. Also es ist nicht ganz so klein, aber du siehst, wenn man das alleine machen würde, ich glaube, ich würde irgendwann durchdrehen. Du hast jetzt die vollkommen freie Auswahl. Es ist jetzt, wir haben wir die Auswahl. Ich würde sagen, die Halle der Meister. Komm, Halle der Meister. So episch. Hier in Grandview. Und natürlich wird erstmal gelabert. Wer schuldet Ihnen etwas, Will? Ich? Was? Ich, von uns allen war ich der talentierteste und vielversprechendste. Boah, ist gutes Ego. Will, wenn mein Werk deinen ähnelt, dann nur, weil dein außergewöhnliches Talent meine Inspiration war. Mit dem Quatschstuhl. Ach so, mit dem Geist, den wir jetzt noch nicht sehen. Er ist immer noch wütend. Das muss noch was anderes sein. Na, hast mit der Alten gepennt? Das Übliche. Ich glaube, der pennt mit keiner Alten. Mit dem anderen Typen. Egal. Mit dem Geist. Wir müssen ihn besänftigen. Wir müssen versuchen, die Halle wieder in den Zustand zu versetzen, an den er sich aus den alten Lebzeiten erinnert. Das heißt, wir spielen jetzt Tine Wittler. Oh, hängt da Blut an der Wand? Guck mal. Ja. Igitt. Ich will gar nicht wissen, was auf dem Glas ist. Entferne die Schmutzflecken. Schön, dass man die Augen vor der Realität verschließen. Fleckenentferner wahrscheinlich. Wie? Okay. Was habe ich denn noch? Keramikkleber sicher, Mob sicherlich vielleicht. Auch nicht. Was haben wir noch? Flüssigseife? Flüssigseife. Ah, da hinten den Mob. Ich sage, es ist der Mob. Na, komm. Gute alte Szene bei der Tagesschau. Guten Abend oder guten Morgen oder was war das? Guck mal, den Flüssigkleber kannst du da rechts irgendwie auf dem... Was auf der Erde liegt bestimmt. Dieser Fleck riecht fürchterlich. Okay, na, Fleckenentferner? Ja. Okay. War da ein bisschen ein Fleck gewesen? Keine Ahnung, was es war, aber zumindest ist es jetzt weg. So. Wie um alles in der Welt verliert man denn ein Stück Teppich? Vervollständige den Teppich.
Hätten wir jetzt mal ein Stück Teppich. Ja. Oh, Überraschung. Also so sind auch die ganzen Rätsel, ne? Also es ist auch ganz schwierig, darauf zu kommen. Perfekt. Das ist Wahnsinn. Man sieht nicht mehr Merlinat. Ja, die sind toll. Zwischen den Stützen fehlt ein Seil. Das haben wir bestimmt auch. Ah, oder haben wir nicht? Haben wir ein Seil? Bin mir gar nicht sicher. Wir haben einen Haken. Und wir haben einen Mob. Okay, dann muss ich vielleicht irgendwo... Was haben wir da noch? Ah, diese Vase wurde zwar schmettert, aber die Bruchstellen sehen glatt aus. Ich brauche nur etwas, womit ich sie wieder zusammenkleben kann. Ein Kleber? Nähzeug. Boom. Sehr schön. So gut wie neu. Ja. Was haben wir da noch? Ein Loch in der Wand? Hinter dem Bild? Oder? Zwischen den Stutzen fehlt ein Seil. Das haben wir aber nicht, ne? Naja, Stab ist es nicht. Mob kann es nicht sein. Nähzeug? Nähzeug. Probier das mal aus. So, was haben wir noch? Ein Loch in der Wand, hier rechts. Unter dem Bild. So, das geht nicht. Müsste doch die Flüssigseife jetzt sein. Oder denke ich hier wieder... Achtung bei diesem Spiel, ich denke zu logisch. Ja, das kann sein. Du musst einfach nicht nur auf die... Du musst die Fakten nehmen und verdrehen und dann kriegst du die Antwort. Dieser Rahmen ist ruiniert. Ich glaube nicht, dass man ihn nochmal reparieren kann. Nehmen? Nö. So. Ach, da ist noch was. Dieser Dreck ist schon ausgetrocknet. Er wird schwierig werden, ihn wegzubekommen. Feuchte ihn mit der Zunge an. Wie ich sag, Spachtel. Ja, wirst du wahrscheinlich recht haben. Und? Wir haben ja, natürlich. Das war leichter als erwartet. Ja, kam mir auch so vor. Schön. Was haben wir da? Hier ist ein ziemlich großer Riss. Ja, nee. Flüssigseife. Ach so, die habe ich genommen, ne? Okay. Aber kannst du auch probieren. Soll dir auch ganz gut helfen. Ich bin ziemlich geschickt mit Nadel und Faden, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, du bist toll. Sie hatte übrigens in irgendeinem vorher erwähnt, dass sie auch ganz toll mit dem Pömpel umgehen kann. Also, hallo? Wahnsinn, die ist hochbegabt, ne? Also eigentlich in der Serie jetzt nicht das Hausmütterlein, sondern eigentlich genau entgegengesetzt. Aber hey? Warum nicht? Hier ist schön, dass auch mal die Mormonen Videospiele machen. Schön, oder? Ja. Ach, hier, guck mal, der Stuhl, der glitzert da noch so ein bisschen. Der linke. Also diese, genau da. Achso, das ist das. Wir brauchen ein Seil, Lars. Ein Seil. Wenn du ein Seil wärst, wo würde ich dich finden? Ja, ich meine, hier sind ja ein paar. Seil ja wohl nicht nehmen, aber... Sollen wir mal wieder... Komm, wir sind faul. Der schickt... Die Karte, ne? Zum anderen Laden. Da finden wir da auch nichts. Na, Logik. Die Schmetterlinge sammeln sich im Museumsladen in der Nähe des Oberlichts. Ja, aber uns fehlt hier noch was. Aber warum hier? Wo ist LaPierre? Wenn ein ganzes Museum zur Verfügung steht, was macht denn da ein Museumsladen so interessant? Das ist übrigens auch geil. Das haben wir beim letzten Mal schon gewitzelt. Was kauft man wohl in einem Museumsladen? Ein Museum? Mehrere. Oh. Die Schlüssel vielleicht. Also ich glaube, dies ist ein little bit of translation issue. Problem. Perhaps? Question mark? Vielleicht hat es etwas mit dem Oberlicht zu tun. Kommen Sie, wir werden es aufdecken und uns ansehen. Toller Plan. Und wie machen wir das, Lars? Ich brauche einen langen Haken, um ihn den Haken herunterziehen kann. Frag mal Captain Hook, du. Captain Hook, genau. Die Fenster hier oben sind wirklich wunderschön. Ich frage mich, warum sie verhüllt werden. Das werden wir wohl gleich erfahren. Es ist zu spät, um zu erwähnen, Hat das irgendjemand haben wollen? Zu erwähnen, dass sich die Fenster nicht... Die sind wirklich dreckig. Oh, jetzt wird Gewimmel bildet. Ja, und das würde ich sagen... Ach, ja, die mache ich gerne. Stecko. Ja, kannst du gleich sofort loslegen. Das machen wir gleich in der nächsten Folge. Mit dem großen Julian, der wird dabei sein. Der wird sich freuen. Sehr gerne. Der weiß noch gar nicht, achte darauf, was wir für eine Quest haben. Gehe hoch. Sagenhaft. Man könnte solche Sachen parodieren, aber die haben das hier wirklich gemacht. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. An meiner Seite der großartige TJLP. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und gleich geht's sofort weiter. Bis gleich.